So, Freunde, das erste Relaxo haben wir uns versaut. Aber okay, da muss ich das zweite mit Hyperbällen in petto fangen. Ist aber kein Problem, das kriegen wir hin. Es hat ja noch ein bisschen Zeit. So, ich werde jetzt erstmal wieder die VM ablegen. Und ich glaube aber, ich werde aber Eidstrahl erstmal behalten. Also Item ablegen. Ich glaube, die Pokéflöte, ja, die behalte ich auch mal. Aufwecker wird irgendwann verkauft. So, VM brauche ich nicht mehr. VM wurde gelagert. Lalalala. Und jetzt noch die Silph Scope. Brauche ich die eigentlich noch? Irgendwann glaube ich. Ich warte mal noch, bis ich die weghaue. So, aber das hier brauche ich nicht mehr. Das wurde gelagert. Und dann noch TM48. Okay, gut. Alles klar. Tschüss. So, ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob ich jetzt nach dem Radweg, wo ich ja hin will, ob ich da wirklich noch weiterkomme. Aber wenn nicht, ist kein Problem. Die Erfahrungspunkte und Trainer nehme ich ja trotzdem mit. Die hätte ich ja sowieso irgendwann machen müssen. Und sollte dann irgendwann eine Sackgasse sein, weil ich Surfer oder so was wirklich brauche. Auf der Karte war da halt Wasser. Ja, dann fliege ich einfach wieder zurück und gehe den anderen Weg. Dann muss ich aber das zweite Relaxo doch besiegen, ey. Oder ich gehe halt, doch mal in Saffron City gucken wegen Hyperwellen. Der Radweg ist eine abschüssige Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Okay, das klingt ja schon mal geil. So, wer sind Sie? Wer bist du? Wir werden mit dem Rad fahren. Wer sind wir? Du? Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Ist doch schön. Du schaust durch das Fernrohr. Dort führt ein langer Weg über das Wasser. Du schaust durch das Fernrohr. Oh, du siehst das Einkaufszentrum von Prismania City. Voll schön. So, und das Tolle ist, bei dem Radweg steigt man automatisch aufs Fahrrad. So, okay, alles klar. Hier sind hier fette Battles hier, Alter. Wow, wow. Was willst du, Mann? Oh nein! Alter, wie er aussieht, Mann. Biker, okay, das ist Motorradfahrer. Möchte kämpfen. Slimer. Gut, Slimer. Okay, Level, haut hin. Oh, Pikachu ist dann auch auf ersten Platz, stimmt ja. Donnerwelle! Ich wollte ja erstmal Schiller zu einem mega dicken Tutor entwickeln. Autsch. Bam, bam, Pikachu darf ich auch nicht vergessen, ey. La, la, la. Rums. Aua, Mann, du tust mir weh. Yeah, und tschüss. Wow, Alter, so viele Erfahrungspunkte. Oh, Smogon. Okay, das macht auch noch Pikachu. Vielleicht erreiche ich Level 32. Smogon. Donnerblitz. Die ganzen Biker haben alle nur so eine Gift-Pokémon. Das wird ein Spaß und ich bin ja ohne Gegengift. Aber was soll's. Ja, doch, ich habe ein bisschen Gegengift, ne? Ein bisschen habe ich immer dabei. So, tschüss, Smogon. Oh, 700. Trotzdem kein Level up. So, oh, wage ja nicht zu lachen. Warte, über deine Frisur. So, alles klar. Schiller, komm wieder auf Platz 1. Du, du. Lalalen, du bist meins. Wow. Dum-bum. Du besitzt ein schönes Fahrrad. Her damit. Oh, Alter, voll der Diebstahl. Jetzt sind sie. Alter, oh, wer ist er denn? Glatzkopf möchte kämpfen. Hooligan möchte kämpfen. Oh, oh. Oh, mein Schiller! Los, Schiller. Zeig ihm mal, lese ihm mal die Leviten hier mit Blubstrahl. Tjung, tjung, tjung. Jawoll, Volltreffer, One-Hit-Crit. Tschüss. La, la, rum. Oh, ein Menki. Menki ist ein Affe. Blubstrahl. Voll auf seine kleine Schweinsnase. Oh, jetzt überlebt. Oh, Energiefokus. Okay, das könnte ich ja eigentlich, ne, jetzt fängt er meine Einattacke ab, aber komm, hier. Die fängst du nicht nur ab, die bringt dich um. Dann hätte er sie ja doppelt zurückgebasht. Oh ne, das war Geduld, ne? Ach, ist egal. Ist egal. Yeah, Sherlock erreicht Level 35. Sehr gut. Alter, voll hohe Verteidiger und hohe Spez. Finde ich jedenfalls. So, Macholo. So, dann nochmal Blubstrahl. Hau rein, Sherlock. Bald bist du ein wunderschönes Turtok. Autsch. Ja, was denn halt schön Surfer auf jeden Fall noch lernt, weil das ist eine sehr starke Attacke noch hier. Oder allgemein ist sie immer noch sehr, sehr stark, ne, von den VMs. Chris besiegt den Glatzkopf. Oh, K.O.
Du dich irgendwas versteckt? Hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Aber nö, das war alles nur lame. Lass uns spielen, Hasenfuß! Schon mit SZ noch, oh mein Gott! Wow. Hooligan möchte kämpfen. Mankey! Ja, es wird wieder ein schöner Sherlock-Spam-Blub-Streipart. Ist doch geil. Das ist doch voll der Strategiespiel, nicht wahr? Nein, das ist ein Rollenspiel, Mann. Und ein normaler Playthrough, da kann nicht viel schief gehen. Jo, jo. Es pumpt sich auf, Alter. Mankey. Die blubbert einfach ins Zelt zu mit normalen Blubberblasen. Blubstrahl. Tschüss. Und ein Macholo. Wir haben früher immer Macholo gesagt. Aber ich glaube, es heißt ja Macholo, ne? Oder? Heißt es Macholo? Ach, ich sag Macholo weiter. Weil dann kommt der Machok. Und Macho Mai. Oder Macho Mai. Wow, Silberblick, Alter. Was soll das denn werden? Blubstrahl. Blub, blub. Boings. Ja. Alter, was soll das? Da macht er Silberblick. Das finde ich nicht schick. So, Sherlock erhält ganz viel. Chris besiegt den Hooligan. Ja, der ohne Peitsche und so ein Eierschutz. Du kleine Ratte, Mann! So, oh Gott, hier sind doch so viele, ey. Aber okay, wow! Der hat mich gar nicht angeguckt. Ja, sicher, ich mache dir Platz. Der hat mich gar nicht angeguckt, der hat gegen die Regeln verstoßen. Er ist halt ein echter Biker, Mann, ein rechter Rocker hier, Alter. Slimer. Na, Sherlock. Zeig's der Ratte. So, und wenn wir dann hier durch sind, also wenn Sherlock dann ein Turok ist, denke ich mal, wie den ganzen Gift-Pokémon, ist es erstmal nicht so gut, dieser Knosp einzusetzen. Der, wie gesagt, Gift und Gift und Pflanze und so weiter, alles ist nicht so geil. Dann denke ich mal, kommt doch Pikachu erstmal wieder eher dran. Was? Aua! Ich mach mir Sorgen wegen der Relaxo. Das zweite müssen wir unbedingt fangen. Unbedingt! So, ich glaube mal, wenn die drei noch durch sind, dann hat Sherlock sein Entwicklungslevel erreicht. Aqua-Knarre! Ich weiß, ich würde halt eher einen Sherlock. Ich überlege die ganze Zeit wegen Eisstrahl. Also, Blubstrahl ist sehr stark. Hier kommt halt irgendwann ein Surfer für hin. Hier habe ich gedacht, Hydropumpe eventuell und dann halt Biss behalten oder Hydropumpe. Eine gewisse Hydropumpe ist halt jetzt nicht so. Achso, ist blockiert. Ups, sorry. Ja, Hydropumpe ist zwar schon stark und sowas alles, ne, aber die Trefferchance ist halt nicht immer 100% gegeben. Noch ein Slimer. Menscheskinder, wo gräbt der die aus? Die sehen so scheiße aus. Raufen. Slimer ist ausgewichen, sehr gut. Heutzutage hat es ja zurückgeschreckt. Bams. Und tschüss, Slimer. Wow, 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 es kommt schon noch ein Slimer hier, noch einmal 500 Erfahrungspunkte. Und Sherlock ist cool. Slimer. Ja, Wings. Wow, Alter, voll krass. Initiative sinkt. Aua, wer klatscht mir trotzdem noch eine rein? Bis. Rams. Und tschüss. So. Yeah, Alter, und 100 KB. Sherlock erreicht Level 36. Wunderbar. Chris besiegt den Biker, den dicken Rocker hier, Alter. Boah, treib mich nicht in den Wahnsinn, Mann. Chris gewinnt viel Money. Hey, Sherlock entwickelt sich. Wow, Alter, Sherlock wurde zu Turok und das sieht hier richtig cool aus. War so energisch. Geil. Na, seht ihr, wir haben einen Turok. Glurak und Turok. So, und jetzt ist Pikachu wieder dran. Wegen den ganzen Gifttrainer und den Kampftrainern, da kann Pikachu was machen. Dieser Knosp ist da leider nicht so ganz so, ne, erfahren. Und ich habe wirklich noch Gegengift dabei. Das ist super. Noch den letzten Supertrank hier übergießen und dann hat sich das und dann kommen die Nächsten schon dran. Wow, wow. Hey, du hast mich angerempelt. Nee, das ist gelogen. Angerempelt bist du. Meine geile Karre, Mann. Mein Motorrad hier im Arsch. Oh, schmuck, muck. Das gibt Erfahrungspunkte für Bigam. Okay, Donnerblitz. Oder Donnerwelle. Ich weiß nicht.
Weil irgendwo nicht, dass das Finale kann. Die Dinger können auch explodieren. Einfach so ein Tackle, einfach so. Warum Tackle, man? Donnerblitz! Vaps! Aua! Hey! Aua, Mann, diese Tackle. So Body Slam bringt nicht so viel, wie gesagt, hohe Verteidigung und so was, ne? Aber Spätz ist gut. Zack! Oh nein, komm! Schlammbart! Natürlich als letzte Attacke so. Nein! Warum? Also war das so stark! Da, komm schon, Evoli! Kriegst du halt mal einen Batzen! Evoli! Ruckzuckhieb! Oh, daneben! Ha! Nochmal Evoli! Ruckzuckhieb! Jawoll! Oh, Alter, na klar! Und kein Level Up! Was zur Hölle, Mann! Oh, Rums überrumpelt, Mann! So, ja, sorry, Pikachu, das war natürlich wieder schlecht. Aber hey, du schaffst das schon zu trainieren. Denn du bist cool. Denn du bist tough. Oh Mann, ich habe ja aber auch nichts mehr zum Heilen, ey. Ich glaube, das ist nicht so geil. Ich probiere mal den hier noch. Und dann fahre ich nochmal zurück und heile mich irgendwie. Ich bin furchtbar gemein und erfolgssüchtig. Was? Ja, mit dieser Kombi kommst du bestimmt richtig, richtig weit. Vor allem als Hooligan. Glatzkopf möchte kämpfen. Machalo. Das kommt, Pikachu, das schaffst du. Lass dich hier nicht von irgendeinem Karateschlag oder so was wegbashen. Dann bist du cool. Bams. Schön über die Hälfte. Okay, Silberblick schlug fehl. Pikachu hat einfach weggeguckt. Bams. Machalo wurde besiegt. So, Level 32. Na, endlich. Schön, Pikachu. Das besiegt den Glatzkopf. Oh Mann, nein, 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 nein! So. Ganz kurz zurückgefahren. Ja, das geht ja so nicht, ne? Das geht ja so nicht. Ich brauche hier ein bisschen. Ich muss ein bisschen Geld ausgeben. Chris steigt fett aus seinem Bike. So, ist ja gleich hier das olle Dings. Und hatten die hier auch schon Hyperbälle und ich bin einfach nur ein dummer Trottel? Kann natürlich alles sein, ne? So, hier waren die normalen, ne? Oder waren hier die TMs? Ich muss mal gucken, was hier wo war. TMs waren hier, okay, das will ich aber nicht haben. Mann, ich bin schwer so heiß, das tut mir leid. Kauf mehr, was will ich? Ah, hier, ne, die haben hier nur noch Superball. Dann ist das, glaube ich, halt echt erst ab Dings. Na gut, super Trank bitte. 10 Stück. Dankeschön. So, macht 700, 7000, okay. Bitteschön, so Superball nehme ich aber trotzdem nochmal 10 mit. Für was anderes denn, halt für normale Pokémon, aber... Ja, da muss ich halt irgendwann mal... Kann ich auch was tun? Ja, ich will meinen Aufwecker verkaufen. Ihr Aufwecker braucht doch keine Sau. Ja, sehr gut. Okay. Willst du sonst noch irgendwas? Nö. Bin wunschlos glücklich. Ja, deinen ersten Safronia City. Gut, okay. Weiß ich Bescheid. So, schnell wieder aufs Bike. Ein bisschen biken hier. Biker, wisst ihr, die haben alle Motorräder und wir sind ja der 10-jährige Christian, wisst ihr, der ja nicht machen kann, der nur so ein Fahrrad fährt, was er geschenkt bekommen hat. So, ich habe ja mit allen gequatscht, ne? Du warst down, du, dich alle down gemacht, habe ich alle fertig gemacht, die, okay, sehr schön. So, Route 16, Prismania City, Fuxania City. Gut, und hier, Leute, hier ist jetzt halt ein Abhang. Wenn ich noch einen weiter runterfahre, fahre ich automatisch immer runter. Ich muss ja aber alles schön abgucken, ob ich hier nicht irgendwie einen Trainer verpasse, nicht wahr? Wow. Und was kommt hier eigentlich für Pokémon? Lass mich doch mal schauen. Wow! Ein Dodu! Das ist ja niedlich. Los, Pikachu. Brutzel es. Ups, Mann, ich wollte Donnerblitz machen. Verdammt! Furienschlag. Oh nein. Warum war ich eigentlich nicht im Pokémon Center? Das war mir zu lame. Ja, genau, jetzt kommen 5-mal durch, wa? Okay, 3-mal getroffen. Donnerblitz, One-Hit. Heiser Kites, One-Hit. Yeah. Bam, bam. Sehr effektiv. Lalalalalala. So, okay, halt. Ganz schnell Pikachu auffrischen. Ich lass mir das schon gerne mal was kosten, ne? So. Okay, hier gibt's also Dodus. Das ist ja... Ja, wie gesagt, das finde ich ganz cool eigentlich. So, der will catchen. Direkt seitdem war noch einer.
So, willst du nach Fuxania City? Ja. Da musst du erstmal Surfer können. Hoffentlich, hoffentlich nicht. Mhm. Ich weiß ja, dass da unten Wasser war, aber mal gucken. Boah, Smogmog. Okay, nur Level 28. Aber es bringt trotzdem Erfahrungspunkte. Donnerblitz. Bams. Smog. Bam, bam. Ja, natürlich. Ist schon klar, wurde vergiftet, aber ich habe ein Gegengift. Aber erst nach dem Kampf hier. Volltreffer. So. Besiegt und Pikachu 1000 Erfahrungspunkte, also krass. Smogon. So, Smogon freut sich voll. Donnerblitz, Mann. Hau ihm auf den Sack. Yeah, und paralysieren. Ja, toll. Das Gift schadet Pikachu. Aua, aua. Voll getackelt. Body Slam. Was? Mann, das ist echt so hohe Verteidigung. Das gibt's doch nicht. Ja, Smoke. Autsch. Mein Name ist Pikachu, ey. Mein Name ist Pikachu. Ruckzuck eben. Bams. So. Smogmog. Alter, das Vieh ist so stark, Alter. Das muss unbedingt. Das muss unbedingt Pikachu killen. Weil der bringt einfach so viel. Über 1000 Erfahrungspunkte. Das ist nice. Super Trank. Kurz mal einverleiben. Dann auch Gegengift draufhauen. Das muss jetzt mal. Muss ich mal zwei Runden aussetzen. Smogmog. Tackle. Du alles Smogmog, Mann. Donnerblitz. Ich greif doch an. Und heil nicht. Bams. Au, au. Tackle einfach so. Aua, Mann. Ich muss dieses Gift loswerden, ey. Ich hasse Gift. Smog. Ja, macht mich ja wieder Smog, Alter. Ey, aber nicht tot. Wow. Was? Ja! Ey, wie kann man denn so ein Pech haben? Items natürlich noch so beschissen hier, oder dass ich die erst dann spät immer erwische. Au, au. Oh, als unser Schlammbad, Alter. Au, 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 au. Okay, ich glaube, das kann ich vergessen. Ich greife einfach nochmal an. Komm schon, Volltreffer jetzt, das wäre so krass. Jetzt ein schöner Volltreffer. Nö. Und tschüss, Pikachu. Außer er macht daneben. Nee, er macht natürlich nicht daneben. Er zieht voll durch, Alter. Okay, dann dieser Knurs! Dann zeig mal, wie Rasierbart wirklich reinhaut. Bei Gift-Pokémon. Vielleicht habe ich mich die ganze Zeit geirrt. Schlitz. Ja, puch, nein, das ist wirklich nicht sehr effektiv. Aber ein Volltreffer. So. Dieser Knurs mal einfach ein tausend Erfahrungspunkte. So, du Biker. Ich habe mein Bestes gegeben. Das glaubst aber nur du. So. Wieder ein Beleber. Naja, gehen wir jetzt mal die Items schön. Kommen die mal zum Einsatz. So, Pikachu hat aber bald keine AP mehr für seine stärkste Attacke. Obwohl, ich kann ja mal einen Top-Ether benutzen. Warum nicht? Das komme ich eh nicht dazu, die zu benutzen, glaube ich. So, Top-Ether. Pikachu, für welche Attacke denn? Ja, für Donnerblitz. So. Alles klar, da sieht das doch gar kein Problem hier. So, du kriegst jetzt noch auf den Sack. Ups. Guck mal, ich rebel dich an. Alter, was willst du, Kleiner? Ja, ey, kriegst du zwar wirklich ein bisschen kleiner, aber ey, so, das geht echt zu weit hier. Was soll das? Boah, Eierschutz, Typi möchte kämpfen. Machalo. Los, Pikachu. Mach Donnerblitz. Volltreffer. Nice. Maschok. Bitte nicht. Wow, Alter, das sieht cool aus. So, Maschok. Kriegst du auch einen schönen Donnerblitz rein. Karateschlag. Oh, voll einen Scheitel gezogen, Alter, aber richtig. Zack, zack, zack. Komm schon, das war über die Hälfte Damage, also es ist jetzt down. Yeah, ne, Yeah, Level 33 für unser Pika. Und Spitz. An Spitz ist ja nicht so stark irgendwie, aber es hat so viel Initiative. Das ist richtig krass. Oh, Pikachu versucht. Agilität.
Agilität. Dann wäre Pikachu ja noch schneller und noch höhere Crit-Chance. Bei Agilität steigt ja die Initiative extrem. Könnte man ausprobieren, aber ich guck mal ganz kurz, was ich wegmachen könnte dafür. Wenn auch nur vielleicht für den Moment. Ich schau mal. Ruckzuckhieb ist halt auch schon cool. Body Slam habe ich mit TM beigebracht, ne? Donnerblitz auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr stark. Donnerwelle ist sehr, sehr nützlich. Auch für die späteren Fangversuche und sowas. Ja, Ruckzuckhieb einfach mal für einen Moment weghauen. Ja, komm. So. Einfach Ruckzuckhieb verlernen lassen. Lalalala. Agilität. Dann bin ich mal gespannt, ob denn irgendwie setzt das immer mal jetzt einfach mal einmal ein und ob denn immer. Ohoho. Oh, der Weihnachtsmann. Ob er denn wirklich immer krittet. So Leute, ich würde aber sagen, das war's für den heutigen Part. Vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Der Radweg ist noch ein bisschen, der geht noch eine Weile, aber da wird viel trainiert. Ich hoffe, es läuft alles gut. Tschüss, Mann!